Ja, jetzt sind sie alle draußen rauchen. Das ist wie immer fantastisch. 1000 Kameras da, da, da und vorne wieder. Und das ist der Teller für. Oh, wer kriegt denn den Teller hier? Oh. Hast du da noch eine Kelle drin? Eine Kelle ist an die Beine. Jetzt sind sie alle da. Oh, ich hab Shampoos. Guck dir die an. Das ist nur eine Showflasche. Hat der Tommy aufgefahren? Na klar. Aber das ist doch schön. Ja, das sieht gut aus, auf jeden Fall. Das hat was. Gute Eingangs. Ja. Eingangskulisse. Ja. Hier kommt, hier wird man feudalst behandelt. So. Hier schön warm. Ich brauche neue Speicher, ich muss ein Speicher essen. Ah.
Ah, Andi, was heißt das für dich? Jetzt ein Löffel Suppe weniger oder was soll das heißen? Ja, eigentlich ein Löffel Suppe. Da muss ein Kelb oder Töpfe weniger sein. Das gibt's ja auch nicht. Na, Andi, du hast dir deine Schüssel mitgebracht, deine Suppenschüssel. Ja, das ist ja nicht meine. Das ist halt jetzt. Achso, was ist denn die Suppenschüssel? Habe ich genommen mitgebracht, ja. Ja, das macht ja auch ein gutes Bild davon. Dekadente Tier jetzt. So. Ja. Dekadenz, also die Dekadenz richtig raushängen lassen kann, habe ich noch einen Shampoos-Kühler mitgebracht. Genau. So bin ich. Ach, der ist von dir? Nee. Der ist von mir, ja. Der Kühler, ja. Der hat da einen Straßenrand gefunden. Ja. Ach was. Den hat oben ein Shampoo. Nicht mal Shampoos haben wir mitgenommen. Ja, Shampoos sind vorbeigelaufen, weil da war kein Shampoos mehr drin. Das ist ja, was ich gesagt habe. Die sind, wie gesagt, nee, voll. Vorhin haben sie das Ding rausgenommen, irgendwo ins Hotel drin, haben den mit Fallen. Ich muss ja zugeben, ich bin ja auch zweimal dann vorbeigefahren. Ja. Weil ich dachte, was Shampoos liegen lassen, das kann doch nicht sein. Ja. Und beim dritten Mal, bin ich erst nur neugierig, weil ich dachte, ja, aber die nehmen ja eigentlich. Hat so ein bisschen, ihr wisst, wie so ein Elster halt. Oh, Elsterland. Da glänzt ja weit, wisst ihr, wenn man mal kicken müsste. Ja, dann sehe ich, na nu, wird die noch ein bisschen abgeputzt, wisst ihr? Wenn man sie dran nicht runter geht. Ist okay. Und ich dachte, perfekt, das ist Tommy seiner. Schön, und dafür danke ich dir sehr. Wir brauchen halt, aber wie gesagt, so als Trinkgeldkasse ist das geil. Oben eine Plexiglasscheibe rauf, mit Klammern festgemacht oder so. Warte mal, Alex kriegt. Alex hier, Baby Dream. Ja. Oder willst du Glas? Na, hast du nicht die Hipster-Schale da? Na, ist doch eine Hipster-Schale. So, wer ist denn hier im Zartrosa unterwegs heute? Nee, gibt ja auch Glasscheiben. Wow. Also wie gesagt, da kann jeder. Ja, willst du den Herrn noch haben oder was? Ja. Total zerstört. Alex, du bist total zerstört. So, Schwenkbereich freihalten. Wunderbar, deswegen habe ich das schon mal drapiert. Super. Perfekt. Ja, genau. Ah ja. In die Hand. Jetzt die Überjahre ist ja voll. So schön aus. Was ist das? Cola mit Marge. Bagate. So können wir das essen. Ja. Eine Rose oder eine Kühe? So, der Dennis hat die Koch. Legen wir so. Dennis, der Mann. Dennis hat gekocht. Dennis. Das ist schon Dennis. Ja. Oh, Liebeskugeln. Naja. Dafür kannst du mit. Ja, ist auch nicht das. Scheiße. Jetzt ist ein Unikat. Alle Feuermacher los. Ja. Feuer ist doch ein Feuer. Muss der Feuer haben. Das war für ja, Dings. Wo ist der Feuerhaken? Hakenfeuer. Hat der Hakenfeuer? Hat der Hakenfeuer? Na, kommt den nicht benutzt, den Feuerhaken. Dennis, wo ist der Feuerhaken? Halt in der Nase mit dem Bohren. Ist nicht schlecht. Da hängen noch eine Menge. Da aus. Hängen noch jede Menge da. Ja, aber da richtig. Meinst du, schweig auf der Tür, nimm die doch. Die Teile. Schieb da einfach zwei Balken oben links, rechts drin und gut. Ja. Du kannst anfassen, das ist ein Scheiß. Das ist schon toll. Ich esse trotzdem gerne. Lass den drin liegen. Ja, ja, ist einfach aufhauen, fertig. Doch. Das alle drei. So, ja, ich hab Hunger. Jetzt kommt die Suppe zum Vorschein. Tommy, hast du die überhaupt der 18er Hinterhandfläche? 18? Ich bin schon längst. 18er? Oder 20er vielleicht. Aber 18er ist eigentlich. So Kinderrad, das soll. Du hast eine anständige gebrauchte Satz ein bisschen wie Gewicht aushält. Ja, so mein ja. Fahrrad. Hab ich den angeschnitten und es gerade sein. Kein Absprung. Also. Ja, ihr braucht das? Was ist? Kein Absprung. Absprung? Was für Absprung? Absprung? Na, parallel ist Parallaxe. Parallaxe. Parallaxe? Was ist denn Parallaxe? Profilaxe? Was ist los? Was ist denn mit Parallaxe bitte? Der Toaster ist im Arsch. Ich habe prophylaktisch gefragt. Ah, Prophylaxe? Was ist denn mit dem los? Vielleicht ist der Stein denn heiß? Was hast du denn hier hoch? Was war denn das? Kirschwasser. Gib mal ab, das ist Oh, ist da Alkohol drin? Das? Suppe. Was? Ja, ich habe mit Wein gekocht. Du hast es schon längst verkauft. Was hast du? Ja, Alkohol. Du riechst bloß, aber Alkohol ist da weg. 42 Grad ist da. Nach 5 Grad kochen ist der Alkohol raus. So, in dem Minimist, der drabbelt in der Kiste. Boah, mein richtig Bock. Riecht man auch. Riechst du mal gekocht. So, also das ist mein Bier. Ne, kennt ihr. Alkoholfrei. Danke. Ja, Alkoholfrei habe ich probiert. Das schmeckt nicht. Ja? Ja. Probier ihn mal. Probier ja. Du willst denn überhaupt. Ich hab mir heute einen Kuchen gekocht. Ich bin ja auch schon wirklich. Du bist ja ziemlich mit Alkohol. Ich trinke einfach Bier gerne. Ja, selbst schon alkoholfrei durchprobiert. Ja, die haben alle nichts.
Ich hab die ersten 1000, danke. Und du nimmst. Naja, sicher. Was hast du gegessen heute, Wolle? Eintopf, das war das Zweite. Was für ihn gab's? Feuertopf hat die gegessen. Feuertopf, kennst du das? Ja. Und wenn ich muss, dann, ja. Selber jemand? Ja. Nee. Ja. Willst du was essen oder verkraftest du das? Oder so eine Portion? Muss, mir müssen halbe Schale, ist schon viel, ja. Ist schon gut. Ja, hier mal, mach das. Ja, mal. Dein Ernst. Ja, doch. Das ist ja gleich alles sowieso. Trotzdem eine halbe Schale. Ach so, So, hier, ey. Ey. Mann, was ist denn los hier? Aus. Ich muss mal sehen, wie schön die Schote ist. Ich geh mal auf meine. Oh, hey, wie heißt denn der Stoff? Was? Heinz. Heinz heißt der Stoff. Heinz ist der neue Stoff. Sag mal, krieg dafür. Ist das. Wenn ich dich so zeige. Achso, mit der Baumarkthose? Nein. Nee, nicht das, sondern... Die ist klasse, oder? Deswegen sage ich, wenn man Heinz, dann wissen die Bescheid, ja? Du, wir haben kein Besteck, wa? Doch, haben wir. Wir haben Captain's Dinner. Oh, da hinten goldenes sogar. Vorne, unten, blauer Empfangstresen, ja, ganz ja. Unten. Nee, der ist raus. Dennis, ich mach keine Dinger. Ich hab keinen Bock darauf jetzt hier. Warum kannst du denn nicht ohne Alkohol kochen? Ich habe von Weihnachten. Ich habe gedacht, ich habe eine Tür vergessen. Ich wollte ja nicht mit Bier kochen. Kann man nicht Dennis geben? Ja, natürlich. Das ist doch, Alkohol verdunstet doch, das ist doch raus. Ja, aber ich weiß ja nicht. Und wer war denn jetzt noch, Andi? Hier, halbe Schale. Halbe Schale, sagt er dazu. Naja, ich quatsch wieder. Am besten willst du mich auch schon wieder. Oh, so. Ein. Dekadenten, goldenen Löffel. Ich den goldenen Löffel auf alle Fälle. Warum willst du nicht hier? Wolfgang! Warum willst du nichts essen? Willst du? Bist du das Wahnsinns fette Beute? Zentuchio, ich habe diesen Löffel hier gefunden. Kriegst du einen goldenen Löffel? Oh, ja. Bist du fett? Das Fettes, kannst du mit goldenen Löffel essen? Fantasy. Ich nehme goldenen Löffel. Dennis, ein Dekadenten. Dann so ruhig an ihr fahren. Ja. Was von dir? Ja. Ach, hier ist mir, hier hat er ihn herumgeschoben. Von dir? Ja. Falls ihr keinen. Und wenn du noch weiter meckerst, ist die Suppe mit der Gabel. Ja. Ja. Ja, mit dem Sieb. Ja. Ja. Ich hänge jetzt hier auch. Ja, ja. Was ist denn das, was du da drin hast? Rutschig hier noch Chips. Rüber, ja. Nee, ich wollte gerne da rüber, auf den Hämorrhoidenschoner. Ja, der ist extra für dich. Ja, für meine. Ich gehe auf China Sessel. Ah, oh, ist mit schlimm. Ich gehe auf China Sessel. Nee, der China Sessel ist eh ein Bein ab. Wie? Das Bein ab. Das ist nicht gut für dich, wo in der Speise schon. Speichen schon. Kaputt ist. Nee, gib mal ein Kissen, den Herrn. Hier eine Decke, dann setzt sich hier den Golfkampf. Alter Mann, darf hier auch auf die harte Bank, ja? Nee, aber kannst du auf den Schule sind doch gut. So sind die jungen Hipster von heute, sagt ihr. Also er könnte ja noch hier drauf. Nee, kann er nicht, er kann nicht still sitzen, er darf auch nicht da drauf sitzen. Nee, setz mich auf den Klappstuhl. Ich geh auf den Klappstuhl. Der alte Mann setzt sich auf den Klappstuhl. Andi setzt sich auf den Klappstuhl. Es war. Ich hab die Arschkrampe. Ja, ja. Was? Die Arschkrampe ist besser als. So, naja, so. Ja. Falls nein, guten Appetit. Also, du guten Appetit. Falls sie zu scharf sein sollte, ist sie noch cremefrech. Herr Pierre, mir ist sie zu scharf. Also, aus Versehen ist mir da nicht die Schote drin gefallen. Ja. Das ist nicht aus Versehen. Ist sie zu scharf denn? Hast du schon gekostet? Nochmal Musik anmachen, die sind nochmal verrückt. Ah, auch nicht schlecht. Wir machen keinen Fall Musik an. Was? Keine Musik an? Ey, Barack Obama. Dann muss ich jetzt singen. Ja, das kannst du. Gib den Indianern ihr Land zurück. Gib den Indianern ihr Land zurück. Ey, Mann, das ist ganz schön scharf, Dennis. Ich mach mal Ding. Ach, scharf, hör auf. Bei Dennis ist nie scharf. Ja, nee, aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja alles gut und schön. Bitte sonst schärfer, wenn ich so gekocht hätte. Aber nein, aber kann ich meinen Kindern nicht verfüttern. Ja, dann hab ich auch gedacht. Verdammt. Wo ist die Murmel? Na ja. Nee, das ist gut, das kommt im Nachhinein die Schärfe. Ja, also im Abgang war. Ja. Sehr gut. Ja, im Abgang, im Ausgang kommt die Schärfe wieder. Wir freien die Kinder hinterher, aber. Das ist ja auch doof, dann musst du tröstend auf Toilette mit dabei sein. Das ah, nicht, schmeckt oder? Aber gut. Aber ja, erfüllt mal einen Zeitraffer. Das schmeckt ja gut. Ja, Dennis kann Suppen kochen. Ja, ich bin auch ein Suppenfreak. Also genau so. Hättest du eigentlich erst so völlig falsch gemacht, ja. Das hättest du jetzt total miserabel kochen müssen, dann hättest du nie wieder kochen müssen. Ja, das. Aber das ist das. Die Fehler haben wir schon in der Therapie bei dir gemacht. Ja. Du musst ja die ersten drei Mal zusammen kochen wieder. So, da ist zu viel Kartoffel drin, das schmeckt man auch raus. Alles okay, gut, alles gut, alles okay. Ist nur zu wenig Fleisch.
Bei Eintöpfe. Ja, ich hab's gewusst. Der Fleischesser kommt, habe ich gesagt, der Fleischesser. Eigentlich hätte der Ferkel jetzt hier auf den Tisch stehen müssen. Die Gabel. Nee, die Gabel. Jetzt hör doch mal auf. Was? Wer hat das Messer? Ja, der, Sie wissen doch, unser Nachwuchs aus Neukölln. Ach so. Wollte gerade fragen. Das sieht komisch aus auf der Höhe. Wollt ihr Suppe jetzt schneiden oder was? Wolfgang freut sich hoch. Olle Wolle. Olle, Wolle, du kommst. Ihr Weißen habt mir schwarzen Land weggenommen. Jetzt. Ja. Naja, du lachst aber. Ja, ich lache. Es ist lächerlich. Aber die Wahrheit ist das. Messer, das möchte er dir wiedergeben. Ja, danke. Dass Helmut Kohl auch mal dünn war. Christoph Schlingensief umgebracht hat. Ach, der kann auf den Dick auf den Weg hören. Nee, der war schon mal dünn. Nach dieser Drohung auf der Dokumenta. Der Fischer war auch mal dünn. Dann war er wieder dick. Dann war er wieder dünn. Als er Steine geworfen hat, war er dünn. Nee, danach war er auch mal dünn. Wer hat wen umgebracht? Helmut Kohl? Schlingensief? Ja, der hat ihn bestimmt vergiftet mit Krebs. Wir machen eine extra auf der Dokumenta nur für Alex heute. Schlingensief gesagt, tötet Helmut Kohl. Weil er doch so wie so ein Mammut nach 16 Jahren. Meinst du, der hat einen Auftrag gegeben oder was? Aus Eitelkeit. Irgendwas anderes fehlt auch. Aus, nur aus getränkter Eitelkeit. Salz? Ja. Das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, das kann sein. Das ist auch normal bei ihm. Also, ich habe schon viel Salz drin. Ich wollte jetzt nicht noch mehr drin. Wenn er sagt viel Salz, dann. Tja. Viel Salz. Die Potato-Chips sind salzig. Alex? Ja. Was ist denn los heute mit dir? Hast du heute Motto-Tag oder was? Nee, heute ist komisch. Heute ist so ein Tag. Nee, die hat einen Heinz genommen. Ich brauche ein bisschen Alufolie für den Kopf. Du hast einen Heinz genommen, ja. Alufolie, willst du ein bisschen Blech rauchen oder was? Ja. Ist ja schlimm hier. Willkommen zu Proportionen mit Ken Jebsen, weil ihr seid aus der Mitte und deshalb seid ihr meine Zielgruppe. Ja, Zielgruppe, ja, du kriegst gleich. Ja, ich bin gezielt in der Gruppe. Alex, wir essen jetzt, okay? Du kriegst gleich die rosa-rote Schale. Ja. Was ist denn das für ein Charme? Das ist Kommt von deinem Kopf hier. Was ist denn das hier? Charme auf deinem Kopf. Wolfgang, du musst auch was essen. Nee, lieber nicht. Also, was trinkst du denn? Achso, Cola, Fanta, Bier? Normale Cola. Da. Ja, hier. Willst du? Ja, ja. Aber trink nicht halt auf einmal. Nimm Fritz. Genau. Hast du gut gemacht? Ja. Das hast du gut gemacht. Ja, Pfeffer. Pfeffer, ja.